Ja, schön, dass wir so viele sind. Also mein Plan war, dass wir das Ganze mehr als einen Erfahrungsaustausch gestalten, zu dem Thema Wissenstransfermethoden. Was sind da eure Top-Kandidaten, die irgendwie mit reingehen und wir vielleicht gemeinsam noch eine Top-5-Liste erarbeiten, die liebe Beate vielleicht verbildlichen kann? Sehr spontan hier. Genau, das wäre ganz schön. Also vielleicht so ein bisschen für den Hintergrund. Ich beschäftige mich ganz viel mit dem Thema Wissenstransfer, sei das auf seminaristischer Ebene oder aber auch als Beraterin für Offboarding. Wir kommen im Moment dazu, gerade weil wir viel auch in Verwaltung arbeiten, viel prozesslastiges Wissen mit dokumentieren, dass wir ganz viel über die Methode Screencast gehen. Deswegen ist das, würde ich sagen, in der Praxis im Moment unser Top 1. Aber ich bin sehr gerne sehr lernfähig und möchte dieses Repertoire bitte erweitern. Und da hoffe ich ein bisschen auf Input oder auf den Austausch, dass wir da gemeinsam vielleicht einfach mal denken können, wie es so aussieht. Genau. Ich habe angefangen, Screencast ist aus meiner Erfahrung gerade das Thema Nummer 1. Der Begriff Screencast sagt euch allen was? Nein, okay. Deutsch ist, glaube ich, Bildschirmaufzeichnung. Das heißt, wenn ich Prozesse am Computer habe, zum Beispiel ich arbeite in SAP, mache da irgendwelche Transaktionen, dann nehme ich den Bildschirm auf, anstatt mir die Mühe zu machen, ein Handout zu machen, wo ich einen Screenshot, den Screenshot, wo ich draufklicken muss, noch rot einkreisen, eine Anleitung darunter, mache das in 20 Sekunden eher als kleines Lernvideo, um dieses Wissen weiterzugeben. Genau, das ist das große Thema Screencast. Das geht natürlich irgendwie dann sehr gut, wenn die Arbeit bildschirmbezogen ist. Alles darüber hinaus, ist natürlich irgendwo schwierig. Und vielleicht setzen wir da einfach an. Was macht ihr so als Methode, wenn es nicht am Bildschirm ist? Wie möchtest du genannt werden? Beides funktioniert, sowohl HC als auch. HC, dann bitte, lieber HC. Das ist ziemlich mit Zielgruppe, das ist Softwareentwicklung und agiles Vorgehen. Scrum hat mit der eine oder andere gehört. Und ich will zwei Highlights bei Scrum. Eine der für mich besten Methoden ist, das nennt sich Agile Estimation. Man sitzt zusammen in der Truppe, einer stellt eine Aufgabe vor und erklärt sie so lange, bis alle sagen, ja, ich verstanden, worum es geht. Sich jeder in der Lage fühlt, das Ding umzusetzen. Das heißt, es wird in der Gruppe, in dem Team, das ich auch erst bis zu 10 Leute, wird gemeinsam daran gearbeitet, versucht zu verstehen, worum es tatsächlich bei irgendeiner bestimmten Aufgabe geht. Es ist wirklich immer wieder Fragen stellen und dann dokumentiert. Das nennt sich in der User Story, wird das dann dokumentiert, wird dann auch drin, was will ich eigentlich erreichen und wann ist die Aufgabe fertig. Deswegen wird dann sozusagen mal einer vorbereitet, wird aber parallel erarbeitet. Und ihr redet immer wieder darüber, bis quasi jeder sagt, habe ich verstanden, das habe ich verstanden. Wie guckt ihr, dass alle auf dem gleichen Wissensstand sind? Also, dass da keine Missverständnisse verstehen. Also, wie schaut ihr, dass das Wissen verstetigt wurde oder ist? Das passiert im agilen Umfeld, in dem man sich täglich trifft. Mhm. Also tägliches Treffen steht eigentlich. Tägliches Treffen, 15 Minuten, wo tatsächlich über die aktuellen Themen gesprochen wird. Und damit wird sichergestellt, dass alle immer auf dem gleichen Stand sind und jeder permanent weiß, was der andere gerade tut. Das ist sozusagen das Prozessmodell, wie man es dann unabhängig von Softwareentwicklung machen kann. Ein Highlight in der Softwareentwicklung, was wir gerne promoten, ist, das nennt sich Pair Programming. Da sitzen zwei Leute vor dem gleichen Computer. Der eine programmiert und der andere guckt zu und gibt Hinweise. Und guckt, also wirklich denkt mit die ganze Zeit und dem fällt dann irgendwie der Fehler auf und der den Fehler auf und die denken eigentlich dann auch gemein. Und das ist auf gleicher Expertisenebene oder wie ein Lerntandem, sage ich mal, ein Mentee und ein Mentor. Okay. Auf der anderen Seite muss es auch nicht lernen dabei sein, sondern es haben zwei Menschen unterschiedlichen Blickwinkel. Der eine kennt das ein bisschen besser, diese Skill, der andere kennt das ein bisschen besser und gemeinsam arbeiten. Bin nicht sicher, wie sich das transportieren lässt. Das ist halt meine spitze Zielgruppe. Cool, danke dir. Andere Ansätze. Also ich kann vielleicht anknüpfen. Bei uns ist ja das Schmerzthema, wenn Leute das Unternehmen verlassen und wirklich Experten sind, in spezifischen Feldern.
dass wir mit Absicht jemanden dazu geben beim Übergabeprozess, der gar nicht damit, weil der stellt Fragen, die vielleicht angeblich sich von alleine erklären und begleitet einfach den Prozess, wenn die Kapazitäten vorhanden sind. Aber und das wird dann auch dokumentiert, praktisch der Übergabeprozess noch mit einem Dritten begleitet, der fachfremd ist, weil der dann eben ja, Fragen stellt, die untereinander nicht gestellt, die aber letztendlich trotzdem entscheidend sind, die an irgendeiner Stelle sonst fehlen würden, die Information. Genau, das haben wir in der Praxis schon angewendet. Das ist ja so ein bisschen dieses, wenn ich an eine externe Beratung gehe, habe ich ja wahrscheinlich auch selten die Möglichkeit, dass der externe Berater, der reinkommt, ein Fachexperte ist, sondern ja auch wahrscheinlich eher ein Fachidiot. Also nicht im Sinne von super gut auf diesem Themengebiet, sondern fachfremd. Das heißt, ich kann Fragen stellen, die, ja, genau, weil ich einfach nicht kenne, genau, wo einfach ein bisschen mehr rüberkommen muss. Ja. Ja, also ich habe mal so als groben Stichwort Transferbegleitung oder so genau, Offboarding durch Fachfremde generell. Ist natürlich auch zeitintensiv, wenn ich das alles intern besetze. Ne? Dann habe ich jemanden, der das macht, jemanden, der das fachlich begleitet und noch jemand Fachfremdes. Warum sage ich, wenn die Kapazität? Genau, ja. Ich bin keiner, was sagt, kann ich auch gerne auf den Offboard sagen. Johannes Müller von Siemens. Wir machen das noch ganz traditionell. Also wir haben Wiki-Plattform, da kann auch der Carsten Ehms, der vielleicht sogar im Raum, zumindest auf der Konferenz ist, was drüber sagen. Ich persönlich betreue das Tool Siemens References, wo Mitarbeitende Projektwissen oder Best Practice oder Lessons Learned, methodisches Wissen eingeben und international austauschen können. Das Ganze wird dann auch zusätzlich noch angereichert durch solche Sharing-Sessions über Teams, wo man dann ein bestimmtes Thema, das man zum Beispiel in einem Beitrag vorher dokumentiert hat, rausgreift, noch einmal speziell einem interessierten Publikum vorstellt und dadurch eben den Wissensaustausch zu bestimmten Themen intensiviert. Und parallel dazu gibt es dann auch so ein Frage-Antwort-Forum, wo bestimmte gerade Projekte, Referenzprojekte nachgefragt werden können, wo man sehen, hoppala, da braucht man noch irgendwie Informationen oder vielleicht kann irgendjemand weiterhelfen. Und mit dieser Kombination aus verschiedenen, sage ich mal, Formaten fahren wir da eigentlich ganz gut. Erfordert natürlich der Zusatzaufwand, dass Mitarbeitende einen Beitrag eingeben müssen. Das ist klar. Und da bin ich auch nach vielen, vielen Jahren immer noch ein bisschen am, in Anführungszeichen, motivieren und gut zureden. Ja. Kannst du noch mal sagen, wie hattest du das genannt, eine Frage-Antwort? Bereich? Ja, also früher war das, hieß es sogar Urgent Requests, also Fragen aller Art. Und jetzt nutzen wir da eine spezielle Gruppe dazu, die sich an diese Siemens References quasi angliedert in Yammer. Genau, das wird aber gemonitort von eben Fachexperten und wir versuchen da auch zeitnah dann die entsprechenden Inhalte zumindest weiterzugeben. Also ich denke, ich habe da ein gutes Netzwerk oder wir haben auch Administratoren in verschiedenen Geschäftsfeldern und auch in verschiedenen Ländern sitzen, die sich da recht gut auskennen und versuchen dann da auf ihre Leute einzuwirken, wenn da zum Beispiel ein Referenzprojekt zu einem bestimmten Thema oder zu einem bestimmten Gewerk oder aus einer bestimmten Branche gewünscht wird. Mhm. Genau, so funktioniert das ganz gut. Also mit, sage ich mal, administrativen Support reichen wir das noch an. Und wir unterstützen natürlich auch die Mitarbeitenden, wenn die irgendwie Probleme mit dem Tool haben oder eine Frage haben, dass die da auch Unterstützung und Informationen bekommen. Hilfestellung gewissermaßen. Danke dir. Anne, du hattest dich gemeldet. Ich wollte mal ein bisschen was aus dem Kanzleibereich erzählen, wie da Wissen transferiert wird. Ist allerdings auch sehr, sehr zeitaufwendig, sage ich direkt vorab. Also was Anwälte häufig benötigen, ist natürlich Hinweise zu Vertragsgestaltung etc. Das heißt, in dem Zusammenhang werden dann wirklich von Juristen, und da sind manche Leute explizit dafür eingestellt, so Musterverträge erstellt. Da wird auch unterschieden zwischen einmal ein Mustervertrag, also als Vorlage, den Sie eins zu eins nutzen können, oder auch, das sind dann die Templates oder die sogenannten Precedents, das heißt Beispiele, Verträge zu einem bestimmten Thema. Wo dann einfach Beispiele gegeben werden. Die werden zum Teil dann auch kommentiert. Das heißt, man hat jetzt nicht nur die reine Vorlage, das reine Muster, sondern es werden zum Teil auch Kommentare gegeben, wie, warum man beispielsweise die ein oder andere Klausel reinnimmt oder nicht oder in welcher Situation man sie gestaltet. Das Ganze wird dann zum Teil auch begleitet durch Checklisten. Mhm. Ganz normal, also es sind jetzt
keine super neuen Tools etc., aber wie gesagt, in sehr wissensintensiven Berufen halt gang und gäbe, sowas zu nutzen. Und was es bei uns im Bereich auch noch gibt, oder ja, nicht sehr häufig, aber was man machen kann, ist beispielsweise, wenn man neue Themen hat, sozusagen Hauskommentare zu schreiben zu einem neuen Thema. Das heißt, wenn man an einem neuen Thema arbeitet, also im juristischen Bereich neue Gesetze, wo es beispielsweise noch nicht viel explizites externes Wissen gibt, also nicht viel an Fachliteratur, nicht viel an Vorlagen etc., dass man die Erkenntnisse aus der Arbeit selber nochmal dokumentiert und so eine Art eigenen Kommentar dazu schreibt. Vielleicht. Wo wird das dokumentiert? Das ist unterschiedlich. Also man kann es im Wiki natürlich ganz klassisch dokumentieren. Viele Kanzleien sind noch nicht so weit. Die machen es dann ganz klassisch in einem Word-Dokument. Das geht dann auch. Aber wie gesagt, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht kann man es ja auch in anderen Bereichen. Ja, also ich finde, das ist eine richtig gute Idee, gerade bei neuen Themen. Was mir so ein bisschen fehlt, ist dieser einheitliche Zugang. Also ja, im Prinzip so ein bisschen diese Nachhaltigkeit da reinzubringen. Wie stelle ich sicher, dass alle, die davon profitieren wollen, auch wirklich davon profitieren die können? Da kannst du ja nachher in Document Management, Knowledge Base etc. überall reinstellen. Ja. Das ist dann meistens schon, dass die dann so auf einer offenen Plattform hinterlegt werden, dass okay, danach auch gezielt gesucht werden kann. Ne? Dazu noch eine kleine Folgefrage. Hier ist der Rainer. Schreibt dann ein Anwalt das Dokument und ist dann read-only fertig, kann kommentiert werden, oder schreiben dann auch mehrere zusammen, so kollaborativ, dass dann da ein gemeinsames Dokument entsteht? Meistens bereitet es einer vor, aber die Dinger müssen abgedatet werden. Ja. Also man ist natürlich für Input offen, aber ganz ehrlich, so viele machen es dann auch nicht. Also Juristen sind da nicht immer so affin, Wissensarchiv teilen affin, wie wir in der Community wir alle gerne hätten. Fabiola. Ja, bei uns, also ich bin im Bereich über Controlling und bei explizites Wissen, natürlich haben wir Wiki, aber für implizites Wissen benutzen wir Wissensstaffette. Wissensstaffette, ich habe es tatsächlich schon mal gehört, aber ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht erklären könnte, was es ist. Manager oder Expert, da sind die implizites Wissen nie so dokumentiert und die sind ganz wichtig für die Arbeit. Das heißt, wir benutzen eine vorgefertigte sozusagen Mindmap mit allen Bereichen, die wichtig wären. Okay. Und dann gehen wir mit der Person, die anfangen sollte oder die das Unternehmen verfassen sollte, und gehen durch die ganzen Themen durch und versuchen das zu dokumentieren. Welche sind meine wichtigsten Kontakte? Wo habe ich Probleme bekommen? Wo sind meine Best Practices? Und so weiter. Und da sind wichtige Punkte, die eigentlich nirgendwo dokumentiert sind. Okay, gut. Dann habe ich ein neues Wort gelernt für Wissenslandkarte. Danke an der Stelle dafür. okay, und das ist dann für das implizite Wissen. Genau. Mhm. Ja, bitte, ich weiß leider nicht. Ja, Patrick, ich komme kurz noch, mache ich auch klein, damit man mich auch da drin sieht. Also, Patrick von der Bundeswehr. Militärisch gesehen haben wir eine relativ gute Kultur, was immer dann in Führungsfunktionen angeht, bei personeller und materieller Verantwortung. Das ist bei uns in Vorschriften geregelt. Und wenn da keine Wochenübergabe ist, dann sind alle beleidigt und schreien auf, ich hatte keine Übergabe. So. Sobald wir die Aufgabe wechseln, also in Referentenfunktionen gehen, Fachaufgaben und so weiter, ist diese Kultur zum Erliegen gebracht. Die Beamten haben bei uns noch ein anderes Problem, nämlich, dass ihre Dienstposten in der Regel erst nachbesetzt werden, nachdem der Vorgänger geräumt hat. Mhm. Und das ist ein Riesenthema. Also die Übergabe mit dem Herrn oder Frau vakant stattfindet. Wir haben die Frage schon vor mehreren Jahren aufgeworfen und wir im Militär neigen natürlich dazu, immer das so ein bisschen zu schematisieren. Der Dr. Patrick Grames, der bei der Bundeswehr studiert hat und sich damit beschäftigt hat, es hat mittlerweile ein Unternehmen in München gegründet, der hat ein 7W-Konzept entwickelt. Mhm. Mit 7W-Fragen, wozu, was, wer, wie, wann, womit und wo. Offene so. Fragen. Ja, also genau, offene Fragen. Dahinter verbirgen sich aber im Prinzip einzelne nur 7 Schritte. Das erste ist erstmal das Wozu, das wissensorientierte Mitarbeitergespräch, und zwar des Vorgesetzten, der Führungskraft, mit demjenigen, der geht.
derjenigen, die geht. Mhm. Einfach nur, damit auch die Bedeutung klar wird. Es geht dabei vor allen Dingen um die Aktivierung, sein intrinsisches Wissen auch tatsächlich kommunizieren zu wollen, auch zu motivieren, etwas zu explizieren und die Möglichkeit zu schaffen, dass die Mitarbeitenden tatsächlich sich auch wertgeschätzt fühlen und damit auch bereit sind, ihr Wissen zu teilen und weiterzugeben. Nach Möglichkeit wollen wir auch Übergabezeiträume einräumen und haben dafür auch Titel geschaffen, dass bis zu 9 Monaten Tandem stattfinden kann für Experten, aber nicht für Experten. Ja, also der Vorgesetzte führt das sozusagen ein und moderiert das auch ein Stück weit. Und dann geht das im Prinzip bei dem Was, das ist dann das sozusagen das Kompetenzportfolio, da geht es im Prinzip darum, was muss ich alles tun, worum geht es. Das Wer ist dann die Beziehungslandkarte, und zwar tatsächlich die Netzwerke. Wir haben ja gelernt, 70% lerne ich ja im Doing auf dem Job, aber 20% ist das Netzwerk. Mhm. So, deswegen hat das Netzwerk eine besondere Bedeutung, geht es um eine reine Beziehungslandkarte. Dann beim Wer, dann die Wissens, bei dem Wie, die Wissensanwendungskarten, das ist die Frage, wo, welche Räume habe ich, also was sind zum Beispiel meine Workflows, wo arbeite ich, also mit welchen Workflows arbeite ich und was sind meine Themen. Nächste Checkliste Termine, das hat auch gegebenenfalls jeder und an den Terminen kann man auch schon sehr viel festmachen. Dann Brainstorming Arbeitsinfrastruktur, was ist gut, was ist nicht so gut, also das womit wird da beantwortet. Und dann geht es um die Wissensbestandslandkarten, also die Frage, wo gibt es, was muss ich für meine Aufgabe noch wissen? Wo habe ich vielleicht Defizite, wo muss ich mich auch weiterbilden, weil meistens auf den Dienstposten selbst die Voraussetzungen oft noch gar nicht geschaffen werden. Das heißt, ich komme ja erst hin und es gibt ja eine allgemeine Intelligenz, aber keine allgemeine Kompetenz. Ich baue, der Kompetenzaufbau findet erst im Dienstposten statt. Mhm. Das heißt, wie lerne ich auf meinem Dienstposten, wie entwickle ich mich dort weiter und welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es? Und wie kann ich innerhalb vom Team lernen? Also was wissen die anderen, was ich von denen lernen kann und wer sind dort die Akteure? Ja, und zum Schluss das Triadengespräch, dann ist es sozusagen der Übernehmende, die Übergebende und der Vorgesetzte tauscht sich nochmal aus. Und dann sind diese 7 Fragen hoffentlich abgearbeitet, Zeitansatz, so immer so 2-3 Stunden über einen Zeitraum von 3-4 Tagen. Mhm. Dann kann man schon sehr viel erreichen. Finde ich super spannend, weil wir in eine ähnliche Richtung gehen. Also wir arbeiten auch mit einer Wissenslandkarte. Wir haben das nicht nach 7W-Fragen geclustert, sondern es gibt 6 Wissenskategorien, die ich aber im Prinzip auch sehr gut wiedergefunden habe in dem, was du gerade gesagt hast, Arbeitsorganisation zum Beispiel, das Fachwissen trotzdem auch, das persönliche Netzwerk, sei das intern, aber auch nach extern. Also all das wird irgendwie auch mit abgegriffen und geht so rein in diesen Wissenstransferprozess. Das ist natürlich super systematisch und gut, wenn das einfach so laufen kann. Und es klingt perfekt, auch diese 9 Monate Tandem-Möglichkeit zumindest zu haben, wenn man denn dann jemanden findet und der das auch besetzt wird und so. Also das klingt sehr, sehr gut. Ja, ich habe noch eine Ergänzung. Wir machen das in der breiten Fläche nicht. Es klingt sehr, sehr gut. Genau, also wenn, Handheben, ne? Ihr lieben Digitalos, wenn ihr Fragen habt, einfach entweder reinschreien oder die Hand heben, dann sehe ich es hoffentlich im Augenwinkel. Aber Rainer möchte noch was sagen. Genau, danke Patrick, ich habe noch eine Ergänzung, auf die du mich gebracht hast, wenn der Nachfolger, die Nachfolgerin noch nicht verfügbar ist. Eine schöne Variante, so wenn man aus der Not eine Tugend macht, ist, das Wissen an das Team zu übergeben. Erstens mal hat man damit einen Kompetenzaufbau im Team. Und zweitens kann dann in der Zeit, solange der Nachfolger noch gar nicht da ist, eventuell auch so eine Neustrukturierung im Team starten und sagen, ach, das Thema interessiert mich, da will ich dranbleiben. Das muss dann gar nicht mehr an die Nachfolgerin übergeben werden, sondern das bleibt dann bei Leuten im Team, die dann die Möglichkeit haben, in die Lücke selber hineinzuwachsen und damit die Führungskraftrolle, damit vielleicht sogar eine neue Struktur bekommt dann. Ja. Auf jeden Fall auch für die Unternehmens- und Lernkultur ist dann das ein ganz wichtiger Nebeneffekt, wenn man den Leuten zutraut, dass sie dann die Kompetenz dann übernehmen, um sie dann der Führungskraft weiterzugeben, weil das im Punkt der Teambuilding auch ein super Effekt dann ist. Dann. Herr Thomas, habe ich gesehen, dass er jetzt Hand gehoben, also virtuell Hand gehoben. Ist das richtig?
Nee, das war nur ein Daumen nach oben für die Nachricht. Alles gut. Ingo. Ja, da würde ich eben auf der, noch ergänzen, das passt, glaube ich, ganz gut zu dir auch. Das ist, was du eben auch gesagt hast, also nicht die Übergabe nur ans Team, sondern die Übergabe an einen Platzhalter. Das heißt, dass wenn die Übergabezeiten nicht da sind, dann muss ich ja gucken, wie kriege ich es hin. Und gerade die impliziten Teile sind sehr, sehr schwierig. Deswegen eine Übergabe an jemanden, der im Prinzip kommissarisch die Funktion übernimmt bis dahin. Und das zu machen, ist aber ähnlich wie die Teamfunktion. Es ist ins Team reinzugeben an alle. Manchmal gibt es aber dann, okay, jemand macht ja kommissarisch die Position, übernimmt sie dann und macht dann den Retransfer auch. Ansonsten bin ich auch bei dem gleichen System auf 6 Punkte, höchstens 7, aber ich meine sehr ähnlich. Liebe Christine, ich nehme dich sofort dran. Ich habe einen Punkt, den ich vielleicht einfach nochmal in den Raum werfe. Ich glaube, bitte belehrt mich eines Besseren, wenn das nicht so ist, aber dieser Wissenstransferprozess ist wahrscheinlich, auch wenn wir ihn alle ein bisschen anders benennen und vielleicht mit unterschiedlichen Sachen arbeiten, aber im Grunde ja ähnlich oder gleich. Wie kriegen wir jetzt methodisch aber dann diese impliziten Erfahrungswissensaspekte transferiert? Das wäre vielleicht noch was, wo wir noch mal ein bisschen reingehen könnten in die Methoden. Jetzt aber Christine. Das geht tatsächlich auch in die ähnliche Richtung. Also Offboarding, Wissensübergabe als Team und so weiter, das finde ich alles gut und richtig. Meine Vision wäre aber eigentlich, oder auch so die Fragestellung in die Runde, also man sollte ja irgendwie so eine Art stetiges Wissensmanagement haben, dass ich das eigentlich, wenn ich an einem neuen Projekt bin oder auch so alles, was ich so operativ am Tag mache, wenn ich das halt schon während meiner Arbeit immer irgendwie hospitiere und da mein Wissen weitergebe oder meine Teamkollegen mal bei mir hospitieren und eigentlich wissen, was ich überhaupt mache. Also gibt es da irgendwie Erfahrungen bei euch, dass ihr das stetig gut geregelt bekommt und dann das Offboarding gar nicht mehr so relevant ist am Ende, oder? Genau, Ingo war schneller und dann HC bitte. Also ich bin völlig bei dir. Eigentlich müssten diese Transferprozesse wegfallen. Wenn man so ein richtiges Wissensmanagement ist, brauchst du so einen Übergabeprozess nicht mehr haben. Das heißt die Weiterentwicklung. Und der Zwischenschritt dazu haben wir das so gemacht, dass wir im Prinzip die einzelnen Wissenstransferprozesse zu einem Teamwissen zusammengefügt haben. Dass man sagen kann, wenn es auf einer strukturierten Art und Weise funktioniert, kannst du die zusammenbauen. Und kannst du dann natürlich auch, wenn du mehrere dabei hast, dann hast du schon fast vom Team eine ganze Menge erfasst. Und dann brauchst du nachher eigentlich keinen einzelnen Wissenstransfer, sondern kannst anhand dieser, ich sag mal, gemeinsamen Landkarte aufbauen. Anhand der 6 Felder. Anhand der 6 Felder. Ja, also es muss dann natürlich die gleiche Struktur sein, weil wenn die alle unterschiedlich sehr individuelle Karten sind, dann kriegst du nicht mehr zusammen. Deswegen für Wissensmanagement eine halbstrukturierte Wissenslandkarte, um die zusammenzuführen. Ja. Das ist aber das ähnliche System, das wir auch machen. Ja, hat sie. Genau, das ist aber genau das, was du gesagt hast. Im Team ist es eigentlich tatsächlich so, wenn alle auf Augenhöhe sind, und so funktioniert Agile, alle auf Augenhöhe sind und alle permanent wissen, was man tut und alle tatsächlich permanent reingehen haben in die Aufgaben, dann funktioniert das schon ganz gut. Manche Teams schlechter, manche besser. Das Problem ist aber, es ist beschränkt auf Teams von bis zu 10 Leuten. Und alles Übergreifende. Und auch das Wissen. Also wir haben, ich hatte die Diskussion mal im System-Engineering-Bereich und da wurde von der Konstrukteurin oder was auch immer gesagt, fange ich gar nicht erst an, weil selbst im Team das so speziell ist, dass eben nicht, wenn einer ausfällt, die andere sofort einspringen kann. Also es gibt eine Grenze, will ich bloß sagen. Ja, klar gibt es immer eine Grenze, aber in den Superentwicklungsteams ist das so, der eine programmiert und der andere guckt sich hinterher das an, was der programmiert und versteht es. Und damit gibt es natürlich immer eine Grenze, weil einer weiß es ein bisschen tiefer und der andere weniger. Trotzdem hat jeder einen Einblick darin. Hat dann vielleicht 70-80% des Wissens von dem, was ja auch schon mal. Wollte ich gerade sagen, ist ja auch schon schön, wenn man die Basis, also wenn man da. Ja, das ist dann auch wieder dieses Stellvertreterprinzip, ne? Ob das gewährleistet werden kann, dass wenigstens ein Stellvertreter irgendwo in der Abteilung oder in der Organisation ist, zumindest die Kernaufgabe kennt. Ne? Aber wird das auch festgehalten, ist ja die Frage. Also ja, es ist gut, wenn man das alles weiß, aber das muss dann noch einen Schritt weitergehen. Aber das ist festgehalten. Daher das ganze Wissen am Ende im Code steckt, bei den Softwareentwicklern ist das einfach, weil das ist da einfach irgendwie so. Das direkt dokumentiert. Genau. Ihr könnt es auch dokumentieren. Wir können es passiert während der Arbeit, das muss nicht extra geschrieben werden. Aje, du wolltest auch was sagen. Ja, also zurück zu deiner Frage, wie soll transferiert werden? Dann kann ich mir vorstellen, eine Rohleitung. Also wenn es um Material geht, geht es Wasser, Luft oder etwas, das ist durch eine Leitung wird zugeführt. Und transferiert.
Und dann, wenn es um Wissen geht, gibt es auch geeignete Mittel, dass man diese Wissen durch diese geeignete Leitung transferieren als erstes. Und dann geht es nach diesem Transport geht es am zweiten Stufe, also zweite Aufgabe, dass es irgendwie gespeichert wird oder geblieben werden. Und dann kann ich so damit anfangen, aber davor wissen, wie konnte überhaupt solche Wissen transportiert werden. Dann brauchen wir irgendwelche Umwandlung, damit man diese Wissen als eine Packung, als ein Dokument, als etwas zu transferieren. Mhm. Das kann ich mir so vorstellen. Und das ist richtig deine Frage oder deine. Genau, und jetzt quasi der eine Schritt weiter, was sind dann diese Methoden? Wie kann ich das Paket umwandeln, um es von Kopf A nach Kopf N zu bekommen? Methode, genau. Also hier kann ich nicht deine Frage richtig verstehen. Also jetzt ist deine Frage, wenn jemand ein Wissen hat, mit welcher Methode sollte dieses Wissen was machen? An eine nächste Person weitergegeben werden. Also das ist zu weit weg. Jetzt ist eine Lücke inzwischen. Gibt es eine Wissen? Und diese Wissen sollte als erstes rauskommen, bevor das jemand zu transferiert werden. Und dann, du fragst hier nach einer Methode, dass dieses Wissen rauskommt. Ich glaube, raus hinaus, dass ich weiß, was ich weiß. Und erst wenn ich das weiß, ja, kann ich es transferieren. Die Dokumentation. Also durch richtige Frage auch erstmal. Ja. Erstmal rauszubekommen, was weiß ich denn, um zu wissen, was muss transferiert werden. Okay, so Ingo hatte direkt einen Impuls, dann Rainer. Katja, glaube ich. Versuch mal ein praktisches Beispiel. Ja. Also, wenn jemand einen Anlagenführer ist und diese Anlage sozusagen beherrscht aus dem FF, dann hört der schon am Ton der Anlage, ob die funktioniert. So, und wenn ich jetzt das transferieren will, der nächste kommt rein, weiß ich nicht, dann muss der zusammen an die Anlage gehen. Das heißt, die gehen zu genau, vor Ort. Ja. Und sagen, jetzt kann ich es raushören. Da läuft sie rund, da läuft sie unrund. Das wäre ein impliziter Wissensteil, genau, der übergeben werden kann, als Methode ja, vor Ort Besichtigung oder Anfassen. Ja? Also je haptischer man das machen kann, kommt immer auf die Zielgruppe an. Aber es gibt eben Zielgruppen, die es sehr haptisch brauchen. Dann wäre das die Methode. Okay, und genauso vielleicht nochmal um quasi meine Ursprungsidee dieser Session. Genau da wollte ich hin. Was sind diese Methoden, um dieses implizite Wissen weiterzugeben? Anlage, okay, wir hören uns das gemeinsam an, dann höre ich den Fehler. Aber in dem Fall gibt es ja gar keine Alternative. Genau. Also, doch, klar. Also, ich beschreibe dir, der Ton ist ungefähr so. Ja, das ist natürlich nichts, ne? Ja, ist ja klar. Darum meine ich. Genau, aber ich könnte es aufnehmen auf Video oder auf Tonspur. Und ja. Genau. Genau, könnte man auch das machen. So. Ja, ich glaube, Motivation muss immer mit dabei sein. Rainer. Ja, jetzt hast du mich getriggert mit diesem Wissensbegriff, den du da reingebracht hast. Und sozusagen aus dem einen Kopf erstmal raus, irgendwo abgespeichert werden, dann vom nächsten übernommen werden muss. Also ich persönlich bevorzuge den Austausch zwischen Menschen, weil man weiß gar nicht, wenn ich jetzt das, was ich über eine Sache weiß, erzähle, was dann beim Ingo davon ankommt. Was er schon weiß oder was er dann, irgend so ein Nebensatz, den ich so beiläufig erwähne, was für mich gar nicht Teil des Wissens war, ist für ihn auf einmal Aha-Effekt und das baut er dann in sein Wissen ein. Dann stellt er mir eine Gegenfrage, da muss ich über mein Wissen nachdenken und lerne durch diesen Austausch dann selber wieder. Also das läuft informell in beide Richtungen und kleiner Werbeblock, wenn ich dann in meiner Session über diese digitale Zusammenarbeit und das gemeinsame Arbeiten, da bezieht sich dieser Wissensmanagement-Aspekt sehr viel auf diesen informellen Austausch, das gemeinsame Lernen bei der Arbeit, dass ich einem beruflich über die Schulter schaue, ob die macht der denn das oder so. Gell? Und das ist jetzt dann keine Methode, da müssen aber Leute in irgendeiner Form zusammen sein, weil nicht ein Medium, also es muss synchron sein, es kann digital und analog sein, aber synchron, dass der Austausch und die Rückfragen auch parallel laufen. Ansonsten bei Asynchron brauchst du irgendeine Form von Zwischenspeicherung, aufgeschrieben, Dokument, Video, was auch immer. Und dann fehlt aber der Rückkopplungskanal für mich, der entscheidend ist. Katja.
Ja, um anzuschließen an deine Frage auch, wie was passiert eigentlich mit dem impliziten Wissen? Wie kriegt man das rüber? Und auch was du gerade gesagt hattest, wir machen das punktuell. Wir sind gerade dabei, das zu standardisieren, unter anderem auch mit euch übrigens. Naja. aber was wir bislang gemacht haben oder punktuell eben tun, ist, dass wir Abteilungsleitungen und eben die, die potenziell auch gehen, zusammenbringen, überlegen, welche Themen wollen beide Seiten eigentlich besprechen oder welche sind die Themenfelder, die wichtig sind, dass was die Person sich anhand von so einer Landkarte oder so einer zumindest Orientierung vorbereitet und wir überlegen, welche Adressatinnen passen eigentlich zu diesen Themen in anderen Bereichen. Dann führen wir zusammen Stunde, zwei Stunden, anderthalb, je nach Themenbereich und führen so eine Art Interviews, dass das Ganze ein bisschen lockerer ist, dass man nicht auch Anknüpfungspunkte finden kann, die Leute, die da sind, die zuhören, Fragen stellen können. Und das ist eben, das wird nicht dokumentiert in dem Sinne, dass es danach ein Protokoll oder ein Dokument gibt, sondern die Leute, die da sind, nehmen quasi was mit, wo sie die Anknüpfungspunkte finden und sprechen die Personen, die geht dann hinterher nochmal an oder man überlegt zusammen, wo kann man an den entsprechenden Anknüpfungspunkten weiterdenken. Das ist so ein Versuch, das so ein bisschen Waltraud. Ja, ich wollte nochmal dieses Thema einbringen, das Unlearning. Also wir sprechen jetzt alle darüber, dass wir jetzt alles unbedingt aufbewahren müssen und transferieren müssen und so weiter, aber ich finde es genauso wichtig, wie viel von dem Wissen, was nicht mehr nötig oder nicht mehr relevant ist, auszusortieren. Nur ein kleines Beispiel, ich habe jetzt gerade 20 Jahre nordische Literatur durchgegangen, auch Bücher, hunderte von Büchern. Und die Bücher von 2000, da kann man eben oft den Kurs rückschmeißen. Also das ist einfach nicht mehr relevant. Technologisch, aber auch von der Denkweise her. Und ich denke, das ist auch ein Unternehmen und so. Da ist natürlich die Kunst dann für die Business Manager zu sagen, okay, von den Millionen von Dokumenten, was ist denn noch relevant oder vielleicht interessant für die Zukunft, aber was ist nicht, sich von diesem ganzen Ballast zu befreien. Kann man ja auch in seinem eigenen PC machen. Da kann man ja auch 80% am Ende des Jahres wegschmeißen. Macht aber keiner. Weniger, ja, passt. Das ist, finde ich, ein genauso wichtiger Aspekt für das Wissenstransfer. Man sieht nicht, wie die ganze Zeit belastet. Aufräumen. Ja, guter Punkt. Gute Methode. Ich hatte da hinten noch Hände gesehen. Patrick nochmal. Ja, gerne. Was mir aufgefallen ist tatsächlich, also das Verlernen, ne, machen wir zum Beispiel in der Bundeswehr mit Priorisieren. Wir priorisieren 1 bis 5 und zu 3 kommt es schon nicht mehr. Und wenn wir das lange nicht machen, dann haben wir es halt verlernt. Ne? Dann können wir es nach Jahren nicht mehr. Und im Rahmen von Wissenstransfer kann man schon die Frage stellen, und das ist ja eigentlich der Goldstandard, das Interview. Ne? Das sind uns alle einig, denke ich. Dass ich die Frage stelle, was ist eigentlich gehört zu deinem Aufgabenportfolio und was hast du überhaupt gar nicht gemacht in den letzten 2-3 Jahren? Also was ist davon liegen geblieben? Oder welchen Aktenschrank, den könnte man jetzt aus dem Fenster werfen und es würde keinen interessieren. Da würde ich überhaupt gar keinen. Ja. Und warum haben wir jetzt die dritte Studie gerade angefangen zum selben Thema innerhalb von 10 Jahren? Das ist ja alles recht bekannt. Zu einer richtigen Auspressmethode kann auch werden, neben dem Interview, ein Mentoring-Programm, wo ich sage, ich habe Mentoren, die Wissensträger sind, die sind auch bekannt, die sind benannt, die gibt es in der Organisation, der hat den Dienstposten zum Beispiel 10 Jahre lang gemacht, ist mittlerweile woanders und ich spreche den gezielt nochmal an als Wissensmanager und sage, kannst du dir vorstellen, wenn der Nachfolger da ist, nochmal immer ein paar Dinge mitzugeben, die dir und zwar jetzt bewusst auf implizites Wissen haben, nicht wie ist gerade jetzt der Workflow, was ist jetzt gerade das System, das haben wir neue Programme, sondern was hast du gefühlt, in der Situation, und zwar gerade bei den Dienstposten, weil wir reden ja nicht über Routinen. Routinenposten, die kann ich prozessual abbilden und so weiter. Aber es geht um Krisenmanagement. Also ich frage, wie verhältst du dich in Krisen? Wie verhältst du dich außerhalb? Also wenn du sozusagen Risiken bewerten musst, mit welchen Methoden machst du das? Was hat dir am meisten geholfen? Wer waren deine Netzwerke? Und mit wem hast du da gearbeitet? Das sind die wesentlichen Informationen. Gerade für diejenigen, weil One Size Fits All gibt es nicht. Jeder Dienstposten ist ja anders. Aber gerade diesen kritisch, wo man hohe Reaktionsfähigkeit haben muss. Nana, du hast dich direkt, glaube ich, da drauf jetzt gemeldet. Also was bei uns noch ganz gut jetzt funktioniert, wie man da hinkommt. Und zwar nutzen wir so eine Wer-weiß-was-Plattform. Die haben wir, also die Schwierigkeit war, wenn wir sie zu groß machen, kommen so viele Infos, die mich nicht interessieren. Wenn wir sie zu klein machen, passiert da nichts. Und da sind wir noch ein bisschen auf der Suche und wir haben jetzt zum Beispiel eine für Excel.
Ja, weil es sind so, es werden immer mal Leute gesucht, die dann weiterhelfen können, wenn man selber nicht weiterkommt. Und auf der Plattform ist natürlich schwierig mit implizitem Wissen. Aber da wird ganz viel angestoßen. Also entweder Screenshot seid ihr immer dabei bei irgendeiner Antwort. Oder ein kurzes Video, ich filme es dir ab. Oder habe ich noch nicht verstanden, ich rufe dich mal an. Ah, ich komme auch dazu. Dann ergibt sich daraus ein Termin, wo halt jemand Bildschirm teilt. Cool, ja. Also insofern ist das ein Hilfsmittel, um zu implizitem Wissensteilung oder letztlich zu kommen. Beate. Achso, und vielleicht noch eine Sache. Ja, für jedes Forum haben wir drei benannt, die dafür zuständig sind, dass ich das nicht bin. Und die geben Impulse, weil sonst ist da in der Anfangszeit schwierig. Und wenn drei die Aufgabe haben, einmal die Woche irgendein kleines Nugget da reinzugeben, hat bisher ganz gut funktioniert. Mhm. Und ist aber sehr Themen. Ja, also ich, im Moment habe ich den Wunder, dass wir die Themen zu klein gemacht haben. Das ist so ein bisschen ein Lernprozess. Ja. Weil für spezifische Themenpakete haben wir auch eine Methode, die wir im Newsletter dann wie so eine Art Storytelling, so nach dem Motto, erzählt doch mal, wie das Projekt. Und es ist dann auch ein bisschen lockerer im Ton und nicht so eine wissenschaftliche Abhandlung, aber wo man so Basics fürs nächste Projekt mitgibt. Denkt an die Dienstreisekosten, die, also weil wir sind dreimal nach Hannover gefahren. Also ja, also ganz, aber das ist eben sehr spezifisch für nur für bestimmte Sachen anwendbar. Ja. Ingo. Bei uns können sich die Kollegen und Kolleginnen Shadowing aussuchen. Wir können also sagen, ich würde gerne mal an diesem Platz für ein, zwei Tage Shadow. Und das ist sozusagen unternehmensweit durch. Die Führungskraft muss im Prinzip ganz unbürokratischer Prozess und sagen, rufst du den an, klärst du miteinander, dann braucht man nicht ein Versetzungsschreiben und so weiter, machen einfach Shadowing über ein bis zwei Tage. So ist es jedenfalls geplant. Ist allen klar, was Shadowing ist? Man kann auch Hospitation sagen. Ja, Mini-Hospitation geht auch, ja, klar. Genau, vielleicht. Könntest du bitte auch eine Motivationsmethode nennen? Motivationsmethoden? Ja. Ich bin per se motiviert. Aber du bist an die anderen. Ja, aber nicht alle anderen. Die sind ja wichtig und das ist oft das Problem. Ich habe es ja vorher schon gesagt. Ja, das würde mich auch interessieren. Ja, ich gebe die Frage mal weiter. Bitte, Ingo. Also, wir haben deinen Hinweis auf. Ich glaube, das ist, glaube ich, bei dir auch, lieber Johannes, man muss eine Eigenmotivation mitbringen. Das heißt, man muss die intrinsisch. Du kannst nur entzünden, wenn es auch in dir brennt. Ja. Das Thema nicht, wenn ich da nicht hinterstehe, das ist der erste Motivationsgedanke, den ich immer so reinbringe. Oder? Man muss sich beim Wissensmanagement überhaupt überlegen, wo packe ich die Leute intrinsisch? Wo? Ich meine, es ist ja eigentlich schön und ich bin ja stolz auf mein Wissen. Und es ist ja schön, wenn dieses Wissen fortgeführt wird, wenn auf dieses Wissen aufgebaut wird. Und wenn das Wissen weiterhin zur Anwendung kommt. Und so versuche ich die Leute immer zu packen. Die sehen immer erst, oh, das ist Arbeit und ich muss mich mit ihm zusammensetzen und ich brauche da irgendeinen Beitrag und es kostet mir alles bloß Zeit. Und eigentlich habe ich wo was anderes zu tun. Aber mit dieser Überzeugung, mit dieser Argumentation packe ich die Leute eigentlich immer recht gut. Weil es ist ja schade, wenn das Wissen dann schubladisiert wird. Also bloß so ist meine Best Practice, wie ich dann versuche, ein bisschen auf die Wissensträger positiv einzuwirken und dann kommt auch wirklich von selber was. Und dann erzählen die auch wirklich selber gern ihre Sachen, weil die ja letztendlich, sagen wir ganz ehrlich, stolz drauf sind. Sind wir ja auch irgendwo. Genau, ich finde, das ist vielleicht noch so ein ganz wichtiger Punkt. Ich versuche auch immer über den Aspekt der Wertschätzung zu gehen, gerade bei ausscheidenden Mitarbeitenden, die 20 Jahre diesen Job gemacht haben und vielleicht auch in ihrem Job minder gut Wertschätzung für das, was sie leisten, erfahren haben, dann bin ich natürlich in einer sehr komfortablen Lage, extern reinzukommen und ich sehe nur objektiv, was da an Wissen gelaufen ist. Und wenn ich dann am Ende eine Wissensstaffette oder auch eine riesige Wissenslandkarte habe, dann geht das natürlich total ans Herz desjenigen, der so viel geleistet hat. Also wenn man dieses Riesenkonstrukt am Ende des Tages dann vor sich hat und sieht so, boah, Alter, das habe ich alles gemacht. Kein Wunder, dass ich nie Zeit hatte. Ist es natürlich total schön, nochmal für einen guten Abschied da ranzugehen. Also bitte, Ingo. Ich finde noch eine Motivation für Führungskräfte, um so einen Prozess zu machen. Sag mal, stellt euch mal einen Fehler vor, der derjenige macht, wenn er falsch geonboardet wurde oder nicht gut geonboardet wurde. Stellt euch mal irgendeinen Fehler vor und jetzt rechnet mal aus, was kostet dieser Fehler. Denkt euch einen Fehler aus und sagt, was kostet der Fehler? Und sagt, und jetzt dagegen stelle ich dir den Wissenstransferprozess begleitet, kostet so und so viel Euro. Rechnet die Fehler gegeneinander und dann sagen die meistens, kaufe ich. Richtig guter Punkt. Das werde ich einbauen. Danke dafür. Ja. Anne. Ja, also vielleicht nochmal ein Tipp für allgemeine Motivation, nicht zwingend bei ausscheidenden Mitarbeitenden, aber so allgemein, wenn man den Leuten begreiflich macht, wie wichtig das ist oder wie wertvoll es für sie selber ist, wenn sie Wissen nutzen können, was irgendwie dokumentiert oder transferiert wurde.
sodass sie dieses Erfolgserlebnis haben, dann sind sie auch wesentlich schneller bereit, selber ihr Wissen zu teilen, weil sie ja gesehen haben, wie sehr man davon profitieren kann, wenn dieses Wissen irgendwo verfügbar ist. Vielleicht funktioniert das tatsächlich auch ganz gut über diese Zahlen-Daten-Fakten-Geschichte. Ja. Also wenn ich sage, so, du sparst dir am Tag eine halbe Stunde Sucharbeit, die kannst du besser nutzen oder die kannst du nutzen, um mit deiner Kollegin einen Kaffee zu trinken. Also ist auch nett. Ne? Also indem man da ja wirklich halbe Stunde arbeiten, Mitarbeiten ja. Durchschnittlich so und so viel, dadurch kann man gut zu machen. Ja, gut. Frank. Was schwierig ist, aber was manchmal funktioniert, ist einfach, den Mitarbeiter auch zu geben, der wieder entlastet. Also ist vielleicht nicht mehr der alleinige Diener dieser Maschine und wenn er krank wird, hat er Stress und etc. Auch überhaupt extrem viel Stress, kaum schlafen und er wird entlastet, weil er jetzt sagt, okay, es gibt noch jemanden, der zur Not, da kann ich noch kurz ein bisschen in Urlaub gehen, ersetzt. Ja. Aber das ist viel, viel schwieriger, weil es wird mein Baby und. Ich bin ja unersetzlich. In Anbetracht der Zeit, vielleicht so das, was ich jetzt rausgehört habe. Ich wollte 5 Methoden am Ende rausschreiben. Das, was ich immer gehört, also mehrfach in unterschiedlichen Worten, ist irgendeine Art von Mentoring. Ja, okay. Irgendeine Form von persönliche Interaktion, persönliches Übergabegespräch, persönlicher Austausch, Interview, irgendwie sowas. Das sind schon mal 2. Ja, da verließen Sie mich auch. Ach so, das fand ich sehr gut mit dem Aufräumen. Aufräumen finde ich jetzt eine gute Methode. Könnte man vielleicht noch mal ein bisschen genauer hindenken, wie man das Ganze strukturieren kann. Also nur ausmisten macht wahrscheinlich auch nicht Sinn, ob man irgendwie thematisch guckt, wo kann ich ausmisten oder arbeitsorganisationsbezogen. Marie Kondo für Knowledge Management. Cool, sehr cool. Achso, ja bitte, Peter. Da sind noch auch 2 Sachen mit drin gewesen. Peter. Ja, hallo. Ich möchte aus technischen Gründen ohne Kamera eine Methode noch erwähnen, und zwar die Working Out Loud Methode. Die ist eigentlich auch in vielen Unternehmen, auch gerade in großen Unternehmen, schon ganz bekannt. Und da geht es eigentlich darum, dass Leute aus einem bestimmten Bereich, die sich vielleicht in der Community of Practice schon zusammengefunden haben, strukturiert mit ihren Erfahrungen austauschen. Der John Stepper, der hat dazu auch ein Buch geschrieben. Ich habe das auch mal auf einer Messe kennengelernt. Und das wird über 12 Wochen zum Beispiel dann mal gemeinsam einmal pro Woche dann in einer Session behandelt. Und dazu muss natürlich auch die Freigabe von Vorgesetzten da sein, dass man dazu die Zeit hat. Aber das ist eigentlich auch eine sehr interessante Methode, dass Leute mit einem ähnlichen Interesse sich dazu austauschen, welche Erfahrungen man da gemacht hat, auch organisationsübergreifend. Nicht nur Working Out Loud als Methode, sondern auch als Erfahrungs- und Methode. Das finde ich eigentlich. Das ist im Chat, habe ich dazu mal einen Link reingetan. Genau. Da ist ein Wikipedia-Artikel dazu, da ist eigentlich alles drin, was man dazu braucht. Und das kann ich nur empfehlen, das mal zu versuchen. Caro, du hast gefragt, wie die Methode heißt. Sie heißt Working Out Loud. Working Out Loud im Chat zu finden, ne? Genau. Darf ich das kurz kommentieren? Ich finde das eine ganz tolle Sache. Ich habe selber so mal so eine Working Out Loud Circle 12 Wochen lang durchlaufen. Ich finde, es geht über das Wissensteilen weit hinaus. Es hat auf jeden Fall ganz viel mit Wissensteilen zu tun. Danke, dass du es angesprochen hast. Sondern es, glaube ich, geht auch darum, dass man persönlich wächst. Also so ein bisschen so ein Growth Mindset auch entwickelt, Methoden ausprobiert, auf Menschen zugeht im wahren Leben oder auch remote über soziale Plattformen und sich da eben ganz bewusst vernetzt und eben dadurch auch das Wissen erweitert. Also ganz eine tolle Sache, kann ich nur empfehlen, wer es noch nicht kennt. Super. Ich nutze das als Abschlusswort. Total. Wir haben zusammen loud out geworkt und ein bisschen was zusammengetragen. Ich werde meine 5 Punkte, die ich mir rausgeschrieben habe, auf die Dokumentationsseite schreiben. Ergänzt doch bitte gerne. Und jetzt wollte ich fragen, ob wir noch ein Selfie machen können. Ja. Okay, gut. Dann
Ist das Selfie mit den Remote-Leuten oder nur die physischen? Nee, jetzt geht es auch mit den Remote-Leuten. Mit? Da bleibe ich auf jeden Fall mit Kamera dabei. Das freut mich. Super. Kamera aufgegangen. Hat zu lange gedauert. So, ja, das war so schön. Super. Okay, in diesem Sinne, danke euch allen für diese tolle Session. Dass ihr so viele wart. Und viel Spaß noch. Danke dir. Gerne, gerne. Schönen Tag euch noch. Danke für die Moderation und die Diskussion. Danke. Ciao. Tschüss.